Code 92 für Sie, Einsatzbesprechung am Leitfahrzeug. Also passt. Das sind Tore und dazwischen sind Gitter. Okay. Also das sind Deutschland, hier ist ein Tor dahinter, das ist hinter dem Tor. Also wenn man rein, das sind drei Garagen sind. Ja. Okay. Das sind sie auch die Dings da. Okay. Das sind aber mit Gitter getrennt. Okay. Das sind abgeschlossene separate Garagen. Okay, und von der Fahrgasse her, wo man rein wird, sind Tore davor. Drüber kommt man rein, das ist keine Tore. Das sind keine Tore, nur nein, nein. Also das ist ganz normale offene Platz, okay. Da kann man reinfahren. Okay. Ja, genau. Also man kann bis hier fährt man rein. Okay. Und das sind drei Garagen da hier so. Bitte. Thank you.
übrigens alles. Kannst du mal hergehen, mir noch neue Akku holen? Der Akku, der ist leer. Sag mal, ich bin jetzt leer. Warte mal, gleich. Ah, eins Maschinist. Was willst du? Was willst du? Ich versuche langsam mal zu sprechen. Ich habe eins Maschinist. Was willst du? Der soll noch ein bisschen mehr Dampf auf die. Ja, die. Mehr Druck kommt. Alles klar, danke. Ja, wir sind in den frühen Morgenstunden hier zu einem Tiefgaragenbrand alarmiert worden und wir sind hier zur Schemmstraße gefahren und haben dann auch gleich eine große Rauchentwicklung wahrgenommen, auch großen Feuerschein aus der Tiefgarage im rückwärtigen Bereich. Die umfassende oder große Verrauchung war auch schon über die Straße hinweit sichtbar. Auch Gebäudeteile waren davon vom Rauch mehr oder minder ja auch eingehüllt und es zog auf die andere Straßenseite. Zu keinem Zeitpunkt war die Bevölkerung in der Art und Weise wirklich betroffen, sodass wir wirklich Evakuierungsmaßnahmen durchführen mussten, sodass wir mit einem großen Kräfte- und Mittelaufgebot die Brandbekämpfung massiv einleiten konnten und jetzt auch erfolgreich beenden konnten. In der Tiefgarage haben drei PKWs im Vollbrand gestanden, im hinteren Bereich der Tiefgarage. Und der Flammschein war natürlich auch über die Entlüftungsschächte gut zu sehen.
Also wir sind zum zweiten Alarm alarmiert worden. Das bedeutet also zwei Hilfeleistungslöschzüge der Berufsfeuerwehr. Und wir sind auch mit einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr hier. Und aufgrund dieser Besonderheiten Tiefgarage und auf unsere Erfahrung hinweg haben wir auch schon auf der Anfahrt das Lösch- und Unterstützungsfahrzeug, also das LUV, mit zur Einsatzstelle gleich beordert. Und aufgrund der umfassenden oder großen Lage dann natürlich dann auch die Führungsunterstützung, ABA-Atemschutz und weitere Unterstützung. Also der kann die Tiefgarage ventilieren, also komplett umfassend auch rauchfrei gestalten. Zudem können wir den auch mit Wasser versorgen, sodass auch ein Löschschleier, also ein Wasserschleier mehr oder minder in die Tiefgarage gelegt wird, um dann die Wände, die Decken so weiter dann auch runter zu kühlen, sodass auch unsere Leute kontrolliert auch vorgehen können. Na, Tiefgaragen sind aufgrund ihrer Ausdehnung und auf ihrer Größe und dieser Verbindung zu den umliegenden Gebäuden immer eine Herausforderung, weil man muss auch ganz genau gucken, wo sind die eben halt dann angeschlossen, wie sind denn die Verbindungen zu den Wohngebäuden, sind die Treppenräume rauchfrei und na klar haben wir es natürlich auch mit einem immensen Hitzeeintrag denn dann zu tun, aufgrund der Besonderheiten, also na klar der PKWs, die eben halt uns die Hitze dann dort einleiten und deshalb müssen wir auch natürlich mit so einem Löschroboter oder können wir mit so einem Löschroboter eben halt dann auch vorgehen. Wir bauen jetzt kontrolliert zurück, das Feuer ist aus. Wir haben auch keine Verrauchung mehr, nichts mehr und somit werden wir jetzt sukzessive den Einsatz zurückfahren. Restablöschungen finden sicherlich noch in vereinzelten Ländern noch statt und in der Tiefgarage, je nachdem, wo immer noch die kleineren Brandherde sind. Aber das lässt sich mit einem Löschzug machen und demzufolge fahren wir jetzt hier runter. Ja, nah beieinander, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Polizei hat natürlich die umfassenden Ermittlungen aufgenommen, ob inwieweit und was diese Brände in Zusammenhang stehen, das kann ich natürlich derzeit nicht beurteilen, nicht bewerten und kann dazu keine Äußerungen vornehmen.